guter Qualität, dass man sich einfach hinhocken und bitte schlag mich nicht schreien will. Ja, frag nicht, wie ich auf den Namen komme. Manchmal trifft einen die Inspiration einfach so, weißt du? Lama Braun oder so. Ja, Kreativität. Sag mir was über die. Alles klar. Und da haben wir Eivor. Eivor? Ja, ich mein, bin der ist Eivor. Dein Freund Eivor. Ich bin jetzt ein Ninja, Jesse. Eivor, ein Ninja. Was? Ja. Ja, was? Es fing alles an, als ich durch irgendein Portal in eine seltsame Welt ging, in der alles weiß war. Lass ihn beenden. Da fehlt ein N. Er sei ein Ninja-Meister. Eivor! Eivor. Erst wollte ich nichts mit ihm zu tun haben, er war ziemlich zwielichtig. Aber schließlich, nach reichlich unangenehmem Blickkontakt, hat er mich Eivor eingeladen, sein Schüler zu werden. Erst war ich verwirrt, weil er keine Referenzen für den Lehrplan vorweisen konnte, aber ich bin lernbegierig als Schüler an der Schule des Lebens. Also sagte ich, ja, und ich mich zur Starbox. Notes, Eivor. Na, siehst du? Ninja-Reflexe! Moment, du wolltest mich angreifen. Warum wolltest du mich angreifen? Das wäre ziemlich schmerzhaft gewesen. Wow, hat Meister Schatten dir auch das jemand beigebracht? Ich wusste nicht, wie ich dich sonst dazu bringe, endlich still zu sein. Ja, tut mir leid. Ich freue mich nur so, dich zu sehen. Die Stimme ist auch eine andere. Vielleicht fängst du damit an, was zum Teufel du hier unten machst. Genau. Lass es mich erklären. Es fing alles an, als Harper und ich aus dem Urlaub zurückkamen. Du hast doch einen Synchronsprecher, oder was? Verschwunden warst, nachdem du gegen einen Prismarinriesen namens der Admin gekämpft hast. Stimmt. Und dass du dich mit Admin besiegt und deine unglaublichen Kräfte übernommen hast. Moment. Was? Tja, das stimmt nicht. Ich meine, das hast du doch nicht echt geglaubt, oder? Zuerst schon. Warum auch nicht? Sah aus wie du, klang wie du. Nur, dass du jetzt herumfliegen konntest und lauter coole Superkräfte hattest. Jesse, ja. Also der Admin, hat mir das hier gegeben und gesagt, er hätte es neu programmiert, um den Betrüger, also dich, zu finden. Aber dank meiner neuen Ninja-Sinne, ich wusste, dass etwas nicht stimmt. Jeder, der nicht einverstanden ist, der Jesse hinterfragt, das verschwindet. Heißt, der Admin macht Jagd auf uns. Aber ich wusste, dass Jesse, recht. Also Jesse, das Original, sich niemals so verhalten würde. Darum wollte ich dich finden und die Gelegenheit nutzen, um die Wahrheit herauszufinden. Zum Glück hat es funktioniert. Es wäre echt ätzend gewesen, wenn ich dann bist du jetzt auf unserer Seite, oder was? Ein normaler Satz unter Freunden. Ich weiß, dass du es sarkastisch meinst, aber du würdest dich wundern. Ja. Als hättest du mich wirklich töten können. Ich bin jetzt ein Ninja, Jesse. Du würdest dich wundern, wie tödlich ich sein kann. Hat noch jemand Gänsehaut? Ich habe Gänsehaut. Eivor und tödlich? Naja. Wer ist dort? Wenn ich bald zum Gefängnis zurückkehre und dem Admin Bericht erstatte, wird er wissen, dass er das nicht schickt. Du kannst dir eine Lüge ausdenken und er wird nie vermuten, dass ich tatsächlich hier unten bin. Zeit verschafft, Freds Waffe zu finden. Moment! Woher weißt du das? Klingt nach keinem guten Plan. Netter Plan. Aber was genau soll ich dem Admin sagen? Es muss plausibel sein. Aber glaubhaft. Aber unterhaltsam. Ja, sag ihm, du hast mich getötet. Sag ihm, dass ich entkommen bin. Aber das dass du mich aufgespürt und ausgeschaltet hast. Ja, er wird sicher begeistert sein von der Beschreibung unserer epischen Konfrontation, deines letzten verzweifelten Versuchs, dich an eine schwindende Realität zu klammern. Du bist ein wahrer Poet, Eivor. Ninja. Tut mir leid, dass ich nicht länger bleibe. Ninja Poet. Aber ich muss los. Geh. Wir sehen uns, wenn wir wieder an der Oberfläche sind. Hey, kann ich mir das Amulett ausleihen? Klar. Das heißt aber, wenn er hoch zum Admin geht, muss der doch einen Weg kennen. Lange Geschichte mit der muss doch einen Weg nach oben kennen, oder? Rahmen. Aber er hilft uns, nach Hause zu finden. Warte mal, warum kommen wir nicht mit ihm mit? Wir wollen doch nach oben. Ja. Kleiner Logikfehler. Aber gut. Gehen wir zum Portal. Ihr habt das auch alle gesehen, oder? Ich hab mir Ninja Eivor nicht nur eingebildet. Nee.
Ja. Und ich dachte, dieser Krustenkerl kann nicht noch komischer werden. Und wir sind und weiter geht's. Lorenfahrt, wie es ausschaut. Lorenfahrt voran durch die unterirdischen Lande. Okay. Fotosession oder was? Ach so, nee. Hab ich aus Versehen das Bild berührt. Sorry. Muss wegklicken. Ja. Ich stehe zwischendurch mal auf das Gebäude da. Den Bildschirm abgewischt. Klingt, als stünden nur ein paar tausend große, gruselige Leute zwischen uns und dem Ziel. Nein, das glaube ich nicht. Da sind doch bestimmt nur Lautsprecher. Da sind keine tausende Menschen. Ist das ganz gewiss nicht in Ordnung. In Ordnung? Nun geht einfach weiter und kommt diesem Gebäude nicht zu nah. Sonst hetzen wir unsere Armee auf euch. Sonst hetzen wir unsere Armee auf euch. Eure Armee. Ach so, so ist das. Armee entfesseln. Es ist eine mächtige Armee. Ich habe gegen Creeper gekämpft, Zombies, einen riesen Computer, ich glaube nicht, dass die eine Armee haben. Verkraften das. Ihr? Sieht auf die Blüffen nur. Geht nicht. Oh, ihr werdet es bereuen, nicht zu gehen, wenn ihr den Zorn unserer ja, die zögern das doch nur heraus. ja, was ist denn jetzt mit eurer Armee? Das ist nicht komisch. Die Armee hat nur, Powernapping. Sie ist stärker als je zuvor. Ach, Mensch. Ja. Einmal, ja, okay? Verschwindet lieber, bevor unsere gut ausgeruhte Armee es euch bereuen lässt. Sie rüstet sich gerade. Ja, es ist die größte Armee, die ihr je gehört habt. Das Gruseligste an einer ist klar. Ja. Bitte, bitte, bitte hetzt uns eure Armee nicht auf den Hals. Oh, bitte, bitte, wir wollen leben. Okay. Das war quasi bitte, dir selbst. Hört auf zu weinen. Wir tun euch nichts. Was denn das für ein Lachen? Sorry, aber. Was? Wirklich, es ist zu eurem eigenen Besten. Das Gebäude da, das ist Romeos Herausforderung. Ja, und es ist eine Todesfalle. Die schlimmste aller Fallen. Was sind das für Flachpfeifen? Niemanden reinzulassen. Sorry. Nicht einmal hartnäckige Reisende wie euch. Ich meine, ihr solltet uns danken, dass wir euch davon fernhalten, okay? Wir tun euch einen Gefallen. Ja, na klar. Ja, ich komme aus Romeo klar. Sicherheitsgefängnis entkommen. Dem Sonnenschein-Institut? Mit einer kleinen Herausforderung werde ich sicher fertig. Wie kriegen es mit dem... Das ist ja krass. Als man doch gebacken. Ja. Wer von da geflohen ist? Krasser Respekt. Öffne das Tor! Schon dabei! Das Tor. Ja, das echte Tor. Okay, wird gemacht. Oh Mann. Das sind doch zwei Tappen. Ein Lama. Komisches Lama. Noch ein Lama. Kennen die sich? Was machen die da? Bedingungen aushandeln. Okay. Dann ist es gemeinsam gespuckt. Oh, ihr habt ein Lama als Haustier. Naja, das ist nicht direkt uns, aber. Nein, es ist nicht mein Haustier. Ich passe nur darauf auf, als Gefallen für jemanden. Ist Gefallen? Naja. Wir passen drauf auf, weil wir Nürn versehentlich dagelassen haben. Ich spüre hier einfach keine Haustierbesitzerschwingung. Vielleicht können wir Freunde bleiben. Du hast doch immer noch Stella. Och Mann, jetzt nicht beleidigt sein, Luna. Das ist die reinste Einöde hier. Wir können doch Freunde bleiben. Das kann passieren, wenn alle immer in einen geheimnisvollen Herausforderungsraum gehen und nicht wieder rauskommen. Das wirkt sich wohl ein wenig auf die Einwohnerzahl aus, ja? Uns ist immer noch nicht wohl dabei, euch in den Herausforderungsraum zu lassen. Vor allem ach, ich schaffe das schon. Das ist, aber wir geben uns das etwas Ausrüstung, eine von wenigen eine von vielen Herausforderungen. Künftige, ungebetene Besucher zum Beispiel auch wieder eine Bauarbeiten-Sache. Eine Riesenblume.
eine Riesenbombe. Allen eine gehörige Angst einzujagen. Was uns die Leute vom Hals hält. Was uns ein wenig Zeit für uns selbst verschafft. Was, wovor man Angst haben kann. Ah, okay. Das muss wieder meine Kreativität anstrengen. Kiesblock haben wir hier, Redstoneblock haben wir hier, gemeißelter Quarzblock, Myzelblock, was auch immer, Erdblock. Okay, Erde, das ist gut, mit Erde können wir anfangen. Dann beweise ich mal wieder meine nicht vorhandene Kreativität. Ja, versuchen wir mal was. Ja. Vielleicht so. Vielleicht kann man da was machen. So hier. So hier. Ja, wir können wahrscheinlich wieder nicht sehr hoch bauen. Deshalb müssen wir mal gucken, wie wir unten zurechtkommen. Können wir nicht wieder bis in den Himmel bauen, sondern müssen wir uns auf wenige Etagen, ja, beschränken. Okay, da habe ich eine Idee. Vielleicht so. Das sieht schon sehr gefährlich aus. Ja, nicht. Vielleicht so. Ja, wird irgendwie so eine verkrüppelte Statue wieder von deinem Menschen. Wird wieder so ein Menschenabbild sein. Ich versuche gerade, wie hoch ich komme. Ach, so hoch komme ich. Dann wird das wohl nur so ein kleines, so ein kleines, eine Kopffüß noch. Ja, so viel dazu. Mit dem Redstone machen wir das noch ein bisschen gruseliger. Ja. Definitiv. Okay. Ja, da habe ich schon große Angst. Bestimmt. Ach so, da geht's nicht lang. Da muss ich jetzt nach vorne bauen. Ja, erschreckend, diese Statue. Ja, okay, hier geht's auch nicht weiter. Sieht fast ein bisschen komisch aus. Okay. Das ist der Beschützer des Dorfes, der klumpige Klump-Magier. Ja. Und der hat hier so ein Zauberdingens, so eine Zaubersäule vor seiner Schnauze. Und vielleicht so ein bisschen Zauberaltar. Ja. Bedrohend. Bedrohlich. Sehr bedrohlich. es ist irgendwie, ja, ich weiß nicht. So, machen wir es noch hinten zu, damit es nicht, damit es nicht von beiden Seiten so aussieht. Das ist nur von vorne, von der Stadtmauer aus. Aus der Perspektive des Feindes erschreckend aussieht.
Ja, so erschreckend das hier auch sein kann. Eher semi, aber eher semi-optimal. Aber wir geben unser Bestes. So. Da drunter noch eins, da noch. So. Das Schreckensmonster. Ich erzittere schon vor Angst. Ja. Dazu so viel. Ja. Okay, das sind eigentlich solche Blöcke. Da muss ich nochmal abbauen. So sachte, da noch ein Myzelblock drauf. Also hier kommt auch noch einer hin, da muss er immer eine Drehung drum machen. Ja, wundervoll hier meine Arbeit. Kennt man doch. Ja. Alles gleich, die Wunderbärchen. Dann kommen hier die Grauen drauf. Zack, zack. Das Gesicht hier hinten zubauen. Soll man ja. Der hat ja kein Gesicht im Hinterkopf. Am Hinterkopf hat er vielleicht hier noch einen Stein drin. Noch so ein Kristall hier, so einen roten. Ja. Hui. Wie böse und gruselig und erschreckend. Ja, seht her und erschreckt vor dem Magier, den kleinen Kopffüßler statt Beschützer. Ja. Alles klar. Es ist perfekt. Es ist einfach wunderbar. Machen wir so. Ach so, habe ich jetzt geklickt, dass es noch nicht perfekt ist. Ich mache mal kurz ein Foto hier als Andenken. Oh wow, davon bekomme ich Albträume. Gut gemacht. Ja, ganz. Ja, verdammt. Versuche noch fürs Thumbnail was zu bekommen. Ja. Nichts ist organisiert. Mal schauen. Nicht alphabetisiert, nicht einmal nach Material sortiert. Das ist das was für eine Schande. Ich meine Bewohnern retten, die hineingegangen sind. Nicht sortiert. Komplett unsortiert und durcheinander. Das Chaos. Okay. Cool. Suchen wir uns eine Rüstung aus. Ich nehme die hier. Die dort. Was? Das ist eine leere Rüstung. Luna. Mit Luna reden. Vielleicht hat die einen Tipp. Sehen, was du gefunden hast, Luna. Na? Was hast du gefunden? Erzblock. Okay. Ui. Luna hat ein neues Rüstungsteil gefunden. Das Name ist wohl nicht so gut. Ah, da haben wir noch. Ja, dann kann ich jetzt doch das nehmen. Hier haben wir den Zahnsplitterer. Den Knalltütern-Ruhm. Das Lama Braun oder so. Bitte nicht schlagen. Verbeulte Gefahr. So niedlich. Rüstung Nummer 7. Riemen und Riemen. Und hier haben wir die goldene Rüstung. Schwere Auswahl.
verbeulte und zerranzte Rüstung oder eine goldene Rüstung. Es ist einfach. Ich überlege gerade ernsthaft, ob ich dann so eine Verbeulte nehme. Einfach aus dem Witz heraus. Ich fände es geil, einfach mal aus Witz mit so einer Lappenrüstung rumlaufen. Und da sinken wahrscheinlich unsere Überlebenschancen um einiges. Aber ich fände es einfach lustig, mit solchen Lappenrüstungen vorbei durch das Spiel zu laufen. Ja, goldene Rüstung haben wir schon lange genug getragen. Riemen und Riemen heißt die Rüstung Nummer 7. So niedlich. Verbeulte Gefahr. Bitte nicht schlagen. Okay, diese Rüstung heißt bitte nicht schlagen. Ich glaube, die sollten wir nehmen. Die ist auch gut. Lama Braun oder so. Zahnsplitterer, Knalltütenruhm. Knalltütenruhm, das klingt auch ganz gut. Ich glaube, ich nehme mal bitte nicht schlagen. Frag nicht, wie ich auf den Namen komme. Manchmal trifft einen die Inspiration einfach so, weißt du? Lama Braun oder so. Ja, Kreativität. Sag mir was über die Rüstung. Es ist die 7. Was willst du eigentlich? Jeder hat mal einen schlechten Tag, weißt du? Einfach wegen den Dialogen. Wie wäre es, wenn wir das hier den goldenen Apfel nennen? Ja, vielleicht habe ich einfach Hunger. Wieso nicht? Riemen und noch mehr Riemen. Das ist so niedlich. Du weißt schon, so eine Milliarde von 10, ja. Und wir hören uns jetzt einfach mal alle Dialoge an, das ist einfach cool. Ich mag diesen Humor einfach. Das ist geil. Bitte nicht schlagen. Ich glaube, ich werde bitte nicht schlagen nehmen. Knalltütenruhm. Arme Knallköpfe. Sie waren so jung. Dedelik, hast du hier mitgemacht? Dedelik. Waren die Macher von Dedelik hier? Poki. Zahnsplitter. Die versuchen, Rüstung zu essen. Bester Rat aller Zeiten. Ich feiere das einfach so. Das ist. Ich muss unbedingt mal Ender bricht aus oder so spielen, diese Deponia-Spiele. Das ist. Ich hab's oft genug bei Gronkh geguckt im Let's Play. Ich muss das unbedingt irgendwann mal spielen. So, wir können uns nicht ewig hier aufhalten. Ich nehme einfach mal diese Rüstung hier. Einfach mal. Ich weiß, ich werde es noch bitter bereuen, nicht die goldene Rüstung genommen zu haben, aber. Ja, komm. Das ist es wert. Einfach. Just for fun. Ich werde es bereuen, aber. Ja, Grüße an Zukunft Zweigi. Ich bin ein Sack, ja. Okay, ich möchte bitte nicht schlagen. Zieht er die jetzt wirklich an? Nice! ja. Die sieht aber gar nicht so aus. Die sieht aber fast wie goldene Rüstung aus. Die sah aber besser aus, die. Jetzt habe ich eine kaum wertvolle Rüstung an. Oh Mann. So, mit bitte nicht schlagen geht's jetzt in die finale Herausforderung. Armen, verlorenen Seelen.
meine Finale ist es ja zum Glück noch nicht. Gute Idee, Luna. Wir kommen dich bald holen. Hoffe ich. Das ist genau mein Humor. Mit einer Rüstung, na, uns bitte nicht schlagen. In die Herausforderung, in die härteste Herausforderung bisher hineingehen. Ja. Na dann. Es klingt doch schon fast nach Ende der Episode, die Musik. Und Jesse lief mit der Rüstung, bitte nicht schlagen und Dinger kennen Wasser hinein in die letzte Herausforderung. Es ist so berechnet, so präzise. Es sind mehrere Druckplatten. Hinter diesen Mauern müssen komplexe Mechanismen liegen. Was soll man anderes erwarten von jemandem, der einen Eispalast der Verzweiflung gebaut hat? Die Musik, die Leute doch nicht mehr jetzt ein. Freunde. Romeo, Xara und Fred, habt ihr Lust, ein paar geheimnisvolle Hebel umzulegen und zu sehen, was passiert? Aber sowas von Hebel. Wollen wir mal. Willkommen, Herausforderer! Oh. The game is on. Lasst die Spiele gewinnen. Beginnen. Adrenalin-getränkteste Herausforderung, die ihr je erlebt habt? The Challenge of Doom. Ja. Stufe 1. Das sieht gefährlich aus. Das ist gefährlich. Oh, wei. Das sind Monster und Golems und Magma. Oha, das Spiel ist noch nicht vorbei. Die Episode ist noch nicht vorbei. Wir müssen erstmal noch ein bisschen kämpfen. Das Wasser wird uns helfen. Na komm. Ja, das ist... Dann lockt ihn unter den Wasserstrahl. Ja, genau. Ja, und die Druckplatten, ja, wir müssen sie nur irgendwie können den Golem irgendwie stoppen. Alles klar, Golems. Zeit für eine. Zeit für eine? Was? Oh. Da wurde leider abgebrochen. Ein Bruchstein-Golem. Zeit für den Bergbau. Und zack. Ein Golem abbauen. Bruchstein. Vier Bruchsteine in meinem Inventar. Jupp. Das ging schnell. Von 600? 600? Was? Ja. Stufe 2. Und start. Na dann. Stufe 1 bis 100 werden wahrscheinlich nicht so schwer werden. Ja. Dann schlagen wir uns mal durch die Runden. Ah, Maschine kaputt machen. Ja, kaputt machen. In Minecraft liebe ich kaputt machen. So ist geil. B. Knopf gedrückt. Golem kaputt. Raider, du musst die Maschine zerstören. Ich Raider. Gebe dir Deckung. Los. Der ist der Beste. Ich vertraue auf dich. Na komm. Na komm. Na komm. Hab ich. Aber knapp. Ja, ich vertraue auf ihn. Ja. Schon Tollpatsch, aber was soll's. Er kriegt das schon hin. Badabatz. So, Golem ist kaputt. Und abbauen. Und Raider, mach's kaputt. Ich sagte, mach's kaputt. Ich leg einen Hebel um. TNT drauf und so rum's. Was? Hat er die kaputt gemacht? Hat er zerstört? Deaktiviert? Das war zu knapp! Das glaube ich ja fast nicht. Macht euch bereit für... Stufe 600. Ach, haben wir die 599 Stufen schon geschafft? Ja, okay.